Leute, ich bin Schauerland und ich heiße euch herzlich willkommen zu Shadows 2 oder Shadows 2 Perfidia. Das ist eine Erweiterung und eine überarbeitete Version von Shadows 2. Und den Key habe ich freundlicherweise von Seth bekommen, der es vom Entwickler bekommen hat. Aber da ich ja keine Keys von Entwickler kriege, habe ich dann einen von Seth bekommen. Der hat, glaube ich, einen ganzen Haufen sogar bekommen. Vielen Dank dafür, Seth. Schaut mal bei ihm vorbei. Der hat noch nicht genug Abos. Abonniert ihn auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht habt. Ist auch irgend so ein Horror-YouTuber oder so. Naja, was auch immer. Das Spiel... Ich weiß gar nicht, worum es geht. Es ist, glaube ich, inspiriert von so Sachen wie Amnesia und Outlast und so ein bisschen Layers of Fear. Und, glaube ich, schlimme Jumpscares sind auf jeden Fall drin. Schlimme Jumpscares. Whatever. Ich weiß nicht, warum da Continue steht. Wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel und springen mal rein ins Vergnügen. Viel Spaß dabei. Oh, eine Schwierigkeit zu Hardcore. Nee, normal. Bloß normal. Oh, wir können Charakter auswählen. Ist das Zwilling oder was? Joey oder Michael? 42, retired, gefeuert oder Security Guard? Ich glaube, wir nehmen den Security Guard. Er ist ein bisschen jünger und Joey ist irgendwie auch cooler, finde ich. So, jetzt aber rein. My name is Joe. I'm 26 and I work as a security guard at an office complex. That's one of the best jobs I've ever had. They pay you just for sitting around and looking at surveillance footage. But most of the time, nothing really happens. I would never have the opportunity to work here if I hadn't met Michael, my best buddy. He introduced me to all the workers and told the boss about me, and that way, I got the job. Unfortunately, Michael is retiring. It's a shame for me, but I respect his choices. Well, he has more than enough money, that's for sure. He organized a party tonight. We had some fun, drank a few beers, and then we went on with our lives. About 2 hours after the party, when I was working my night shift, something unexplainable started happening. And this is where it all begins for me. Okay, also. Retired heißt nicht gefeuert, sondern gekündigt. Er hat einfach gekündigt. Oh. Und wir sind der Security Guard. Wir haben durch Michael, seinen besten Freund, den Job gekriegt. Und er hat gekündigt, weil er halt einfach genug Geld verdient hat in dieser Firma. Deswegen hat er eine Party, eine Abschiedsparty geschmissen. Und das ist jetzt, glaube ich, die Nacht danach. Okay, es ist 10 Uhr nachts. Es ist jetzt die Nacht danach. Oh, hi Chuck. Hey, du süßer grün im Fleisch, mein Gott. Und yeah, da sind wir also nun. Oh Mann, ich überlege gerade, ich muss mal eben in die Einstellung reingehen. Okay, jetzt ein bisschen besser, okay. Das ist aber mal ein toller Überwachungskomplex hier. Ich habe quasi ein Bett. Ich bin Nachtwächter, aber habe ein Bett, wo ich schlafen kann. So als ob ich hier wohnen würde in der Firma. Vielleicht schlafe ich aber auch tagsüber. Okay, die Heizkörper müssten auch mal erneuert werden. Die sind ein bisschen veraltert, würde ich sagen. Und jetzt weiß ich auch, warum das Spiel Shadows heißt. Okay, es geht wohl um Schatten, keine Ahnung. Das Bild ist eher modern. Es ist irgendwie so eine Mischung aus... Ich kann die Augen zumachen mit Leertaste. Okay, vielleicht ist das noch wichtig. Mama, ich bin gar nicht da. Er atmet. Das ist auch cool. Gibt bestimmt einen tollen Effekt. So, was haben wir hier? Oh, hier können wir was nehmen. Mit Linksklick. Okay, Hinweis. Drücke Tab, um dein Inventory zu öffnen. Drücke F für das Flashlight und Maus scrollt um die... Die Intensität des Lichtes zu ändern. Ah, das ist cool. Das ist verdammt cool. Ich weiß nicht, was wir sonst so machen können hier. Ich habe eigentlich Angst. Lass uns hoffen, dass es nur eine kleine Fehlfunktion war. Okay, wegen diesen komischen Sachen, die da durch die Gegend geflogen sind. Mit Linksklick können wir auf jeden Fall immer was machen. Das ist cool mit der Intensität. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie auch... Dingens frisst hier. Batterie. Das ist ein sehr spärliches Badezimmer. Haben wir ein... Oh, wir haben ein Spiegelbild. Das erste Mal haben wir ein Spiegelbild. Das erste Mal in einem Spiegel gucke ich in einen Spiegel und sehe mich. Das ist da unglaublich und es ist... Ich sehe so müde aus. Hey, ich habe eine Taschenlampe. Ich kann aber nicht den Spiegel anleuchten. Was stand da? War da nicht gerade Text? Da stand mal kurz, I'm scared oder sowas. Was auch immer.
Das Ablagefach für eine Tube Zahnpasta. Und wo ist die Zahnbürste? Gibt's hier nicht. Ich nehme den Finger. Hat man früher auch so gemacht. Wenn man mal auf Party war. Ja gut, wir müssen irgendwas Komisches untersuchen. Das heißt... Machen jetzt hier mal die Tür zu und gehen jetzt mal hier rein. Toll. Paar Paletten. Warum sind die genau hier? Ich weiß es nicht. Auch wieder eine. Meine Damen und Herren, Sie sehen die größten Lagerräume der Welt. In einem Office-Komplex, der aussieht wie eine Wohnung. Okay. Ist das ein Gesicht oder sind das Brüste? Ich weiß es nicht. Aber wenn es Brüste sind, dann wird dieses Video auf jeden Fall Klicks kriegen. Ein Baum mit irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen. Oh, warte mal, da hängt da einer am Baum. Da hängt einer. Das ist Kunst, meine Freunde. So, hier ist noch das Partyhütchen. Wir hatten also viel Spaß. Die Überwachungskamera. Ich weiß nicht, ob hier die Party war. Anscheinend schon. Oh, ich habe einen Körper. Ist auch geil. Er hält die Taschenlampe gerade. Aber wenn ich nach unten gucke, geht der Strahl nach unten. Das ist, naja, das ist halt ein Indie-Spiel. Okay, weiter geht's im Text. Wir wollen ja hier das Spiel ein bisschen ernst nehmen. Das sieht auch recht gruselig aus. Die bringen die Figur irgendwo hin. Und wir haben zwei Wege. Nein, wir haben einen Weg. Okay, das macht es mir leichter. Noch lache ich wohlgemerkt. Aber das mache ich am Anfang von Horror-Games immer. Ich nehme sie am Anfang nicht so ernst, solange bis sie mich ein wenig schocken. The Eye of the Tiger. Oh, da oben ist sogar das Auge. Okay. Noch mehr nackte Frauen. Super. Viel besser kann es nicht laufen. Und die Kartons müssen unbedingt auf diese zwei Paletten, die hier hinten stehen. Das ist ganz wichtig. Oh, okay. Das waren, schätze ich mal, Batterien. Warte mal, wir haben ja Tab. Ah, da haben wir so ein Flashlight. Wie groß das ist. Wir haben ein Handy. Wir haben einen Kopf. Okay, wir sind alright. Und wir haben ein Buch. Das Ende einer langen Schicht. Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, als die Security-Kameras plötzlich durchdrehten. Ich bin sicher, dass ich irgendwas durch die Gegend fliegen habe sehen. Ich mag nicht, wie es aussieht. Ich hol mir besser meine Taschenlampe, bevor ich ein bisschen mich umsehe. Was wir jetzt tun? Okay. Radiator. Habe ich übrigens auch noch nicht gespielt. Muss ich noch spielen. Radiator 1. Ein Glück ist dieses Bild nicht doppelt. Okay, was? Okay, es funktioniert hier gar nichts, außer der Lüfter. Ich weiß jetzt nicht, ob der Lüfter vom... Oh, ein Schlüssel. Nice! Ich weiß jetzt nicht, ob der Lüfter, von wo ich hier ob der Lüfter gemeint ist, oder der Lüfter vom Rechner. Keine Ahnung, ist auch egal. Ich habe einen Schatten. Ich habe einen Schlüssel. Einen Schatten habe ich natürlich auch. Weiter geht's. Sorry, machst die ganze Stimmung kaputt mit deinem dummen Gelaber. Was ist denn mit Chuck passiert? Lag Chuck gerade schon da? Ich sollte etwas Taschenlampe sparen. Du hast die ganze Zeit die Taschenlampe an, ey. Ist ja kein Wunder, dass du das Spiel nicht schaffst. Oh, als du ein Herz schlagen hörtest, musst du ein bisschen runterkommen. Such dir einen Platz, um deine Augen zu schließen und... Konnte ich nicht lesen. Steht das vielleicht hier drin? Nee, leider nicht. Oh, ich habe einen Energy Drink getrunken. War, glaube ich, nicht so gut. Könnte auch mal ein bisschen Wasser vertragen. Gut, gehen wir mal weiter. Hallo? Hallo? Kann ich da was lesen? Ich dachte, das wäre ein Reading-Simulator. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich muss erst die Jumpscares sehen und die Brüste an der Wand. Ah, okay. Bevor wir da weitergehen, gehen wir mal in diesen Raum. Wir können auch die Taschenlampe ein bisschen weniger machen. Noch ein Lagerraum. Der Lagerraum-Simulator 2017. Okay, ich hoffe, die Rätsel sind nicht allzu schwer in dem Spiel. Es gibt definitiv Rätsel. Die sind wohl so lala. So hin und wieder mal. Batteries! Okay, gucken wir mal hier weiter. Das Spiel nimmt an Fahrt auf, ihr merkt es schon. Was? Das ist mal eine Operation. Alter, was? Okay, die Bilder sind schon mal recht krank, die hier hängen. Die wiederholen sich zwar auch,
Aber sie sind recht krank. Okay, wir haben einen Text. Was zum Teufel? Es ist definitiv irgendwas hinter dieser Tür. Nein, scheiß drauf. Ich werde zurückgehen in meinen Raum und die Polizei anrufen. Das wird bestimmt super funktionieren. Können wir rennen? Wir können rennen. Die Hand immer, wenn er rennt. Oh, ja. Da haben wir wieder das Geklacker aus der Half-Life-Mod. Okay. Hab ich denn was gehört? Wir gehen mal mit Ruhe und Bedacht zurück. Gut. In den Raum ging es hier lang. Hallo! Ich muss einen Text lesen. Da steht irgendwas, auf jeden Fall. Scheiße, ich bin weg. Ich muss schnell zum Elevator gehen. Was ist denn, wenn ich da hingehe? Ist das Spiel dann zu Ende? Schau ihn ein, mach das nicht, verdammt. Du musst jetzt alles nochmal spielen. Errungenschaft freigeschaltet. Ups. Mensch, was machst du denn? Okay, das Spiel beginnt von neuem. Wir schnappen uns die Taschenlampe und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen Cut und ich renne jetzt die ganze Scheiße nochmal ab und wir sehen uns beim schwarzen Mann wieder. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder und jetzt sollen wir auf jeden Fall schnell zum Aufzug rennen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war. Ich glaube, hier rechts. Okay. Oh. Mir ist ein bisschen schwummerig. Ah, okay. Er funktioniert noch. So. Warum hat dieser Aufzug keine Knöpfe? Warum hat er keine Knöpfe? Das macht mir Angst. Ich muss ja ein bisschen singen. Floor 9. Gehen wir jetzt vielleicht Floor für Floor irgendwie runter? Scheiße, der Aufzug wird mich nicht komplett nach unten bringen. Irgendwas Ernstes muss hier sein. Immer noch ist es nicht mein Problem. Ich muss weitermachen und in einem Stück hier rauskommen. Mein Schatten ist jetzt ein bisschen pixelig. Ich musste die Einstellung nochmal ein bisschen drunter stellen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kann ich es auch jetzt wieder ein bisschen hochstellen. Ich habe die Auflösung verändert. Wir machen mal auf Good. Und wie läuft's? Läuft gut. Wir gehen trotzdem auf Simple. So. Okay, da ist zu. Alles klar. Quality Content und so. Ihr wisst schon. Ungeschnitten. Ungeschönt. Ungespielt. Warte mal. Sind wir jetzt irgendwie im selben Raum? Hier ist es nur ein bisschen ordentlicher. Ich habe die Fernbedienung in meinem Büro gelassen, für den Fall, dass du sie brauchst. Sei sicher, dass du dich ausstempelst vor Mitternacht. Warum vor Mitternacht ausstempeln? Oh, ein Schlüssel. Nice! Zu. Auf. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel hierfür war. Sieht doch wieder ein bisschen besser aus. Ah, da kommen wir da rein. Da ist blutig, das heißt, wir gehen erstmal da lang. Nicht, dass wir noch hier eine verärgerte... eine Soda! Okay, da stand übrigens... Ich hatte ja gerade nochmal die Gelegenheit, den Text nochmal zu lesen. Da stand übrigens, entweder man muss sich irgendwo verstecken und die Augen zumachen oder eine Soda trinken. Ah! Die Fernbedienung! Ich weiß noch nicht, was wir damit machen müssen, aber ist bestimmt wichtig. Mensch, sieht das Blut echt aus. Ist das ein Herz? Ich bin fast sicher, dass das ein menschliches Herz ist und das stinkt. Das ist scheiße. Oh ja, ist das scheiße. Okay, Mensch, wie... Ja, ich habe auch noch genug Taschenlampe. Also ich kann hier ruhig ein bisschen verschwenderisch umgehen. Ich habe sämtliche Batterien benutzt hier. Ah, Fernbedienung. Notsystem. Ihr Network hat eine Notsituation herausgefunden. Achso, habe ich jetzt das Notsignal ausgelöst? This is a national emergency. Important instructions will follow. Ah! Toll. Ich versuchte, das Fernsehen anzumachen und jetzt gibt es keine Energie mehr. Diese ganze Nacht ist eine verdammte Verarsche. Müssen wir dahin?
wie die Tür sich anhebt, wenn er versucht, die aufzumachen. Holy fuck. Okay, gehen wir mal da lang. Hallo? Da ist der Aufzug. Oh, hier ist jetzt auf. Ach nee, warte mal, das war das Büro. Oh, da ist aber jetzt auf. Mama! Was ist passiert? The fuck? Eine Hand. Und meine Taschenlampe sieht aus, als ob ich ein Beil in der Hand habe. Okay. Oh, Pippi. Pippi, was machst du denn hier? Keine Ahnung, was dieses Ding hier sucht. Ich auch nicht. Okay, nehmen wir den Schlüssel. Schlüssele. Für was? Für was brauche ich denn den Schlüssel? Ich glaube, eine verschlossene Tür war da ja noch. Diese fucking Jumpscares. Die Hölle! Okay. Gib mir das Shit. Nice. Wenigstens kriege ich die Rätsel mit den Türen auch einigermaßen hin. Das klappt so einigermaßen bei mir wieder. Hi! Schatten! Mach's gut, Schatten! Und immer wieder dieselben verkackten Bilder. Ah, ja, er hängt fest. Vielleicht sollte ich es irgendwo mit bewegen. Okay, ich muss irgendwie den Aufzug bewegen. Gehen wir mal hier lang. Wir finden bestimmt hier ein Brecheisen. Chuck, hast du ein Brecheisen? Wir nehmen Chuck und stemmen sie auf. Oh, hier diese Giraffe ist doch toll. Super. Oder mit dem Staubsauger einfach aufblasen. Manchmal funktioniert das. Frag Detox. So. Genug der Kinderquatsch-Dinger hier. Ach so, muss ich jetzt vielleicht... He wants you dead. Eine Statue, he wants you dead. Was soll ich denn jetzt mit der Statue, he wants you dead? Warte mal, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Rechtsklick? Wie verwende ich das? Ach so, warte mal. Ich muss Mausrad irgendwie bewegen, glaube ich. Mausrad? Ach nee, Mausrad war um das... Ah, Kerl, wie benutze ich das denn jetzt? Oder muss ich vielleicht mit dem Ding was einschlagen? Das kann natürlich auch sein. Warte, gibt es hier irgendwas zum Einschlagen? Ein Fenster oder so? Wäre irgendwie auch ein bisschen sinnfrei, wenn man jetzt mit einer Statue die Tür aufheben müsste, oder? Gehen wir mal zurück. Ich habe bestimmt was übersehen. Ich habe bestimmt irgendwie was übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas. Vielleicht hier. In der Kiste. Vielleicht können wir so eine Kiste aufmachen mit der Statue. Nein. Okay. Vielleicht hier. Nein, danke. 4, 3. Warte mal. Wie benutze ich das? Es hilft ja jetzt nichts, wenn ich euch jetzt zulaber und nicht weiß, wie man das benutzt. Ich gehe mal zurück. Ich wette, man muss das da irgendwie benutzen. Aber wie man das benutzt, weiß ich noch nicht. Da können wir definitiv nicht weiter. Das geht nicht. Der jumpscared uns zur Hölle. Okay, ich habe eine Giraffe. Ich werde sie benutzen. You're shaking. Was? Da stand was. What? Okay, da taucht immer was auf. It should be home. Cool, das sind unsere Gedanken. Warum arbeite ich hier? Das ist cool gemacht. Okay, jetzt haben wir nur ein bisschen Kopfschmerzen. Alles klar. Da können wir nichts mehr machen. Wie benutzen wir jetzt diese scheiß Giraffe? Wie benutzen wir sie? Ich muss mal eben nochmal in die Optionen gehen. Da steht auch nichts. Scheiße, ich weiß es nicht. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob das Spiel wieder von vorne anfängt, wenn ich jetzt Richtung Schattenmann renne. Gut ist das sicherlich nicht. Okay, hier gibt es aber auch sonst nichts, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Zeit die Taschenlampe anhabe, dann ist das auch nicht besser. Pass auf, ich werde ein bisschen was ausprobieren. Und werde dann nochmal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe immer noch keine Idee. Ich bin hier überall rumgelaufen. Ich habe irgendwas gesucht, was ich mit dieser Statue einschlagen kann oder so. Ich glaube, wenn man muss nicht was auswählen. Ich kann nichts auswählen aus dem Menü. Diese komische Statue, um da
das, den Aufzug zu benutzen oder was auch immer. Bei der Fernbedienung war es ja auch so, dass dann das Symbol quasi aufgeleuchtet ist. Ich gehe einfach mal weiter und gucke, was passiert. Vielleicht verschwindet sie ja auch. Okay, das war anscheinend die Lösung. Erstmal. Ich hoffe, es bleibt dabei. Oh, eine Kamera. Kamera? Die mögen keine Fotografen. Oh. Oh. Oh, Pippi. Nice one. What the fuck soll ich denn jetzt machen? Okay. Wow, das ist sick. Das ist krank. What? Vielleicht muss ich jetzt die Statue irgendwo aufstellen, wo sie eigentlich nicht hingehört. I'm not leaving yet. Okay, da uns hier der Weg versperrt ist, würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Oh, das ist cool gemacht, dass sie mit diesen Pippis arbeiten wie ein Nightmare House. Schon wieder ein Nightmare House. Ich habe das letzte erste Spiel gespielt, was so war wie Nightmare House. Aber hier ist jetzt auch wieder nichts. Oh, oh. Ein Brecheisen. Nice. Kann ich damit jetzt die Tür aufmachen? I'm not leaving yet. Vielleicht müssen wir dieses Brecheisen mit irgendwas benutzen. Ah, damit kann ich hier wegslappen. Alles klar. Warte mal, dann kann ich bestimmt noch da hinten durch. Und kann mal hier reingucken. Nein, ich gehe nicht durch diesen Weg. Okay, dann gehen wir hier weiter. Och, Pippis. Warum habe ich eigentlich diese scheiß Kamera genommen? Das war krank. Okay, mit der Kamera können wir scheinbar irgendwie in so eine Art Vergangenheit gucken oder so. Okay, fucking shit. Nein, das fühlte sich so real an. Es war, als wäre ich er gewesen. Okay, aber Flashlight ist jetzt leer. Das ist super. Ast rein. Egal, wir haben Flashlight. Oh, das ist horrible. Horrible ist das. Warte mal, da war... Oh, ein Fußpatscher. Zwei. Okay. Wir sollten hier vielleicht ein bisschen runterdrehen, ein bisschen Energie sparen. Ich will es gar nicht wissen. Komm, wir machen damit das Ding auf und verpissen uns in den Fahrstuhl. Alles klar. Oh Gott, was ein Spiel. Flur Nummer 8. Wir müssen tatsächlich Flur um Flur runter. Ich würde sagen, den 8. Flur machen wir in einem weiteren Teil. Schreibt mir mal, wie euch das Spiel gefällt, ob ich es weiterspielen soll. Und dann mache ich das. Oder halt auch nicht, wenn ihr sagt, Spiel ist scheiße. Also spielt es nur weiter, wenn ihr sagt, Spiel ist gut. Aber dann müsst ihr es auch weiter gucken, okay? Alles klar, bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.